Los, wir müssen abhauen. Was ist passiert? Rockwar Junior will Rache für seinen Vater. Komm auf den Punkt, sie kommen! Los, Soldat, bleib bei mir! Oh, Scheiße, sie kommen! Schnappt ihr welche! Verdammte Scheiße! Fallen lassen! Auf den Boden! Los! Nicht schießen! Joe Jatze! Wie hast du mich gefunden? Als du den General, also Rockwars Vater, aus dem Fenster geschmissen und ihm das Rückgrat gebrochen hast, war mir klar, dass sein Sohn deinen Tod will. Also ging ich zu Avas. Mist, du hast ihn damit reingezogen? Du würdest nicht lange im Militärgefängnis im Keller überleben. Sie würden dich exekutieren. Avas hat also seine Beziehung spielen lassen, damit du in ein Hochsicherheitsgefängnis nach Tbilisi gebracht wirst. Und das hilft mir wie genau? Wir hatten den Plan, dich während des Transports zu befreien, aber Rockwar war schneller. Fuck. Welch ein Glück. Rockwar will Rache für den Unfall von seinem miesen Vater. Er wird mich jagen. Du musst das Land verlassen. Ich habe diesen ganzen Mist begonnen. Jetzt muss ich's auch zu Ende bringen. Mit der Einstellung wirst du irgendwann draufgehen. Danke, Cassandra. Ruhe jetzt und weiter. Wir sind da. Hier ist's sicher. War ein langer Tag. Ruh dich aus. Wenn du Rockwar wirklich finden willst, geh nach Kidi. Dort lebt ein alter Freund von ihm, ein alter Kriegsverbrecher, der immer ein Gewehr dabei hat. Es heißt, er habe Dokumente, die Rockwars Aufenthalt preisgeben. Danke für alles, Wirt. Vielleicht fragst du dich, warum ich dir helfe. Nur so viel. Das ist eine Privatangelegenheit. Ich kenne die ganze Familie von Rockwar. Und das sind keine guten Menschen. Ich glaube, der General hat es gewagt, dich zu missbrauchen. Du hast nur versucht, dich zu wehren. Jetzt ruh dich aus. Ich habe dir das Funkgerät dagelassen. Nimm es mit. Kommunikationstest. Hoffe, du hörst mich, Lydia. Sobald du im Dorf Kidi bist, such den Werwolf und benutze sein Gewehr zum Besten. Vögel zwitschern, dass er auch weiß, wo sich Rockwar aufhält. Es gibt Dokumente, die seine Position preisgeben. Sieh dich vorsichtig um. Ende. Ende. Willkommen, Freunde, zurück zu einer neuen Folge Sniper Ghost Warrior 3. Wir befinden uns jetzt hier im DLC und stecken in der Haut von Lydia. Der DLC heißt Flucht von Lydia und naja, wie wir gesehen haben, hat sie es faustdick hinter den Ohren. Sie muss sich, so wie es aussieht, wohl vor einer Rache in Sicherheit bringen oder sagen wir es einfach mal so, den Grund der Rache eliminieren. Wir müssen jetzt hier ins Dorf und den Werwolf finden. Aber wer ist der Werwolf? I don't know. Wo sind wir überhaupt? Ich weiß nur, dass wir ein neues Gewehr haben. Sieht nice aus. Wow. Das sieht auch nice aus. Aber kein Schalldämpfer. Shit. Pistolenmäßig. Alles im grünen Bereich. Naja, gut. Ja, haben wir eine Drohne. Oh yes, und die Infrarotsicht ist auch da. Perfekt. Jetzt konzentrier dich auf die Dokumente und das Gewehr. Okay, Lydia. Dokumente und Gewehr. Alles klar, ich weiß, wo wir sind. Wir waren schon mal hier. Hier haben wir einen der meistgesuchten weggemacht. Markieren wir erstmal fleißig und schauen mal, wie viele Typen hier rumschlawenzeln. Ja, das sind ja einige.
Gut, gut, gut. Oh je, da ist noch einer. Das ist der Offizier. Ist das der Werwolf? Ich weiß, wo wir lang können. Wir können hier hoch. Da ist der Weg. Perfekt. Schauen wir mal, ob sie genauso gut klettern kann wie John. Aber das sieht gut aus. Wie ein Eichhörnchen. Hier dran. Das ist klar, hier lang. Gut. Und nun? Hier wahrscheinlich, ne? Yep. Oh, Lydia. Du stöhnst aber ganz schön sexy. Zack. Wir müssen hier drüben hin. Ich glaube, hier geht's weiter. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt hier oben sind, haben wir's. Oder auch nicht. Na komm schon. Verhöre den Offizier, der uns verrät, wo es das Scharfschützengewehr gibt. Ist er der Werwolf? Okay, wir nehmen den hier vorne direkt aus dem Spiel. Aber wenn er zurückkommt. Der macht erstmal keine Probleme. Zack. Gute Nacht. Oh, da sind zwei. Das ist mies. Das ist mies. Okay. Den Typen sollten wir vielleicht hier wegnehmen. Man weiß ja nie so genau. Man weiß ja wirklich nie so genau. Rate mal, was ich jetzt mit dir machen werde, Arschloch. Ja, wie jetzt? Der ist tot. Lydia. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Du willst doch wohl nicht Tote schänden. Wir beobachten einfach mal, wo der lang geht. Ja, wenn wir ganz viel Glück haben, geht er einfach da ins Haus. Dann können wir ihm nämlich folgen. Die zwei kriegen gar nichts mit. Ist er angewurzelt? Das muss gleich ganz schön schnell gehen, wenn wir von hinten rein wollen. Denn die zwei sind ganz schön nervös da hinten. Jetzt komm schon, lass sie nicht so lange feiern, Junge.
Na also. Okay, ganz nah hier an der Wand. Wenn die sich umdrehen, rennen wir hier rein. Na, ganz toll. Oh, ich komme gar nicht auf der anderen Seite raus. Na super. Jetzt kommt die Patrouille wieder. Der Typ stellt sich jetzt gleich hier hin. Oder nicht? Mein Gott, ich weiß nicht, wo der lang geht. Durchs Fenster komme ich ja nicht. Der soll einfach nur jetzt wieder zum Rauchen hingehen. Dann habe ich eine Chance, den wegzuholen. Was macht der denn da? Was telefoniert der? Ernsthaft jetzt? Ah, jetzt geht er wieder in den Quarzen. Das ist die Chance. Jetzt haben wir die Chance, Freunde. Jetzt oder nie. Eine falsche Bewegung und du bist tot. Rockwas Dokumente, wo sind sie? Sie sind in der Hütte. Da drüben, beim Feuer. Das war irgendwie einfach. Scheiße. Scheiße. Alter, fick dich. Da hast du nicht mit gerechnet, hä? Damit hast du wohl nicht gerechnet. Der kommt hier erstmal rein. Wer sieht mich wo? Okay. Den nehmen wir auch hier weg. Das ist mir einfach sicherer. Naja gut, da sind die Dokumente. Aber wo ist das Gewehr? Man weiß es nicht. Thank you.
schnell hier lang. Den Weg zur Hütte haben wir ja schon rausgefunden. Und zwar kommen wir schön hier rein. Perfekt. Jackpot. Das ist dein Ende, Arschloch. Wo ist die Waffe? Scheiße, scheiße, scheiße. Wir können hier nicht weg ohne die Waffe, Freunde. Können wir einfach nicht. Das geht nicht. Wir müssten mal einen verhören und fragen, wo die Waffe hier wohl abgeblieben ist. Die Frage ist nur, wen greifen wir uns, ne? Wow, 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 wow. Die könnte ja theoretisch überall sein. Wow, das war ganz schön knapp. Hier ist keine Waffe. Kann man irgendwas auf der Karte vielleicht erkennen? Ne. Was ist denn das hier? Gibt's irgendwie so ein Zeichen von der Legende? Ich brauche das Gewehr, Freunde. Ich brauche es einfach. Mein Gott, ey, was ist mit denen nicht in Ordnung? Die haben ja Augen wie Adler. Ich muss mir hier eingreifen. Kostet es, was es wolle. Sonst irre ich hier rum wie Falschgeld. Der wäre ideal gewesen, nur leider kam der ja zurück, dass ich ihn umlegen musste. Was mir unter uns gesagt ziemlich gut gelungen ist. Den greifen wir uns. Psst, Lydia. Nicht so laut. Na ja, gut. Hierum wohl nicht. Ich wusste es. Ich wusste es, dass er sich umdreht. Ja, der Weg ist zu weit. Wir sollten nichts riskieren. Wir holen uns den, wenn der wieder zurück zu seiner Ausgangsposition geht. Na komm, du läufst doch jetzt weg. Perfekt. Genau, zünd dir eine Kippe an.
Doch nicht. Keine Bewegung. Wo ist der Mistkerl mit dem Gewehr, von dem jeder spricht? Er ist in der Bar. Mehr brauche ich nicht wissen. Schwoing. Karte. Ach nee, ist richtig mittendrin. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Okay. Die zwei. Wie kann ich die am besten unschädlich machen? Ihr wisst ja. Jeder tote Soldat ist auch ein guter Soldat. Oh fuck, ey. Da laufen direkt zwei vor der Barstreife. Jetzt kommt er wieder. Aber der geht runter. Komm schon. So, den haben wir aus dem Spiel genommen. Wir kriegen das Gewehr, wenn es das Letzte ist, was wir tun. Nein! Komm hoch! Komm hoch! Bist du nicht ganz dicht, Mädchen? Ich wollte das Gewehr wegnehmen. Oh mein Gott. Komm ich da irgendwie? Ich glaube, der Typ geht doch hier gleich lang. Wir nehmen uns die Zeit, Freunde. Wir nehmen uns wirklich die Zeit. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann haben wir die ganze Scheiße für umsonst gemacht. Das muss nicht sein. Denn das Spiel verzeiht dir keine Fehler. Dann ist hier Alarm. Und wir haben die riesen Arschkarte gezogen. Komm, zoom raus. Was ist jetzt? Das gibt's doch nicht. Ich werd weich. Ernsthaft, das Spiel macht mich fertig. Rutsch die einfach runter. Wir gehen hier rum. Oh Mann, ey, das war so genial geplant.
Da kommt so eine Scheiße dabei raus. Kamerad getroffen! Feind muss in der Nähe sein. Begrenzung absuchen. Wo geht der lang? Melde Opfer! Feind ausmachen und neutralisieren! Mann, 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 ey. So ein bisschen Drogen. Boah, bin ich angefressen. Ganz ehrlich. Ich habe ihn verloren. So, jetzt machen wir auch alles weg. Weil ich die Schnauze einfach nur voll habe. Da schon wieder. Die bewegt sich. Da schon wieder. Alter, leck mich doch. Ich bin schon wieder weg. Schützen ausmachen. Melde Opfer. Du Scheiße, Ziel aus dem Auge verloren. Er ist irgendwo. Wo ist er? Weitersuchen. Auf der Seite. Alright. Es sind nur noch ein paar. Wir haben genug Munition. Kontrollier meldet Anwesenheit von Feinden. Verstanden. Erlaubnis zum Angriff. Ihr seht mich bloß gar nicht mehr. Ihr werdet jetzt einer nach dem anderen über den Jordan geschickt. Okay. Wo guckst du rum? Dann holen wir uns erst die anderen. Auf der Map sind die auf Alarm gepolt und hier nicht. I don't know. Gehen wir mal hier hoch. Kuckuck. Verstanden. Untersuche und melde mich. Kuckuck. So, jetzt holen wir uns den letzten. Und dann habe ich mich auch ausgetobt. Die hatten es verdient. Wo ist der? Kackt er sich in die Hose? Ich meine, ich würde mir auch in die Hose kacken, aber... So, können wir jetzt das Gewehr holen? Ja, vielleicht. Wenn man so drückt. Aber ne. Dass man eventuell den Stick so ein bisschen bewegt, dass man sich dann so ein bisschen von der Stelle schleicht. Ist mir aber noch nie passiert. Ist das erste Mal jetzt gewesen. Naja. Gib mal her das Ding. Sieht richtig gut aus. Was kann das? Hat das einen Schalldämpfer? Yes, die Dragoon!
Dann verlassen wir jetzt mal das Gebiet, würde ich sagen. Aber nicht hier lang, oder? Ach, warum nicht? Wir kommen hier schon runter. Sniper-Präzision. Gut gemacht, Lydia. Achte auf freie Sicht, wenn du diesen Mistkerl ausschaltest. Sei vorsichtig. Ende. Verstanden. Alright, alright, alright. Nehmen wir lieber die Drohne. Damit bin ich einige schneller. Und um einiges besser. Ich sehe 5. Ich will hier nicht runterfallen. Ach, komm schon. Du bist doch zu sehen. Na ja, da bist du doch. Der kriegt gar nichts mit. Was, guckt er sich die Mauer an oder was macht er da? Wir justieren auf 200 Meter und dann machen wir den weg. Der schaut dahin. Nummer 2. Nummer 3, okay. Niemand schaut zu dem hier vorn. Ja, geh mal gucken. Sehr gut. Jetzt ist der dran. Und der letzte. Ohne einmal nachzuladen. Perfekt. Dann holen wir unser Buggy. Schließlich ist das meiner. Ich weiß gar nicht, was er da unten macht. Den Loot nehmen wir auch mit. Dupdidu, einen kleinen Spaziergang im Schnee. Kann ja keiner verwehren so richtig. So, da wären wir. Ich versuche nochmal die Pistole zu nehmen. Geht leider nicht. Ich kann sie wirklich nur zerlegen. Schade. Und da drüben. So. Wow, was war das? Kleiner Ruckler. Bitte bleib hier, Spiel, und kack nicht ab. Zack, zack. Und den letzten nehmen wir auch noch mit. Ach, drauf geschissen. Ab in Buggy. John hat dir den Buggy dagelassen. So. Abflug.
Ja, Moment mal. Macht das Sinn, wenn wir jetzt hier mit dem Auto durchfahren? Ich habe ein bisschen Angst, dass da ein Hinterhalt ist, aber... Nun gut, versuchen wir mal unser Glück. Okay, okay, okay. Was zur Hölle? Naja, gut. Ist eigentlich egal gewesen, ne? Wie komme ich da hoch? Das ist mal wieder die alles entscheidende Frage. So schon mal nicht. War das ein Wolf? Ich glaube nicht. Nee, ein Hirsch. Ah ja. Ich glaube, hier ist der Weg. Komm, Lydia, halt durch, Mädchen. Puh, mal kurz durchatmen. Dann machen wir mal Lucky Lucky. Das sind wieder 5. Das sind wieder 5. Nee, wir gehen hier lang. Das macht keinen Sinn, da rumzugehen. Was mich wirklich interessiert, ist, wie viele Missionen hier dieses DLC hat. Ich glaube, hier ist ein guter Punkt, um die unter Feuer zu nehmen. Da war schon mal einer. Wir zoomen mal ein bisschen raus. Dieser Baum ist echt beschissen. Eine Wache hier, eine Wache da. Alright. Das wird ein bisschen kacke. Den können wir wegnehmen. Den können wir wegnehmen. Ich glaube, wir müssen von hinten aufräumen. Ich kann ihn nicht sehen. Scheiße. Moment mal, da geht einer runter? Nee. Shit. In Deckung. Ja, leck mich doch.
Können wir ganz entspannt bleiben. Was war das denn? Oh mein Gott. Einmal. Zweimal. Auf den Boden! So, jetzt haben wir das Baby. Der sieht uns nicht kommen. Na dann schnell hier auf den Kamm. Ist doch der Schalldämpfer. Oh, wow, wow, wow. Gut daneben geballert. Ich bin da. Okay, wo ist er? Alles klar, da kommt er. Der ist er doch bestimmt, oder? Jetzt bist du dran. Können wir uns hier hinlegen? Jo, können wir. Gut. Wie viele Meter sind es? 560. Ne, weiter rein, so geht nicht. Das Spiel ist aus, Rockwell. Sehr geil. Die Jagd ist also vorbei. Gute Arbeit, George Hudson. Danke für alles, Sir. Ist mir eine Ehre, Madam. Ende. Ende. Tja, Freunde, das war der DLC, die Flucht von Lydia. Wie ich finde, ein bisschen kurz. Hat zwar Spaß gemacht, aber hätte durchaus ein bisschen länger sein können. Ja, was bleibt mir eigentlich dazu zu sagen, außer ihr könnt euch auf weitere Folgen freuen, wenn wir hier durch die Kante stratzen und ein paar Fragezeichen für uns entdecken. In diesem Sinne würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und meine Gäste seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Schluss und aus, ich verflüssige mich und bin raus.